wieder im Auto und unterwegs Richtung Köln. Denn morgen findet die zweite Community-Wanderung vom lieben Jörg statt. Und ja, da sind wir wieder dabei. Und jetzt wollte ich schon zu singen. Genau, da bin ich wieder mit Katja dabei. Und ja, ich bin jetzt um 16.30 Uhr losgefahren. War ganz entspannt heute. Und ich glaube, heute ist auch nicht so viel los, weil ja Ferien sind in NRW. Also es sieht ganz gut aus. Ja, wir wollen heute Abend schön Burger machen. Vielleicht mache ich da auch ein kleines Filmchen oder zeige euch mal. Also sollte ich selber auch machen, ne? Und ja, dann morgen in Herrgottsfrühe nach Solingen aufbrechen. Ein bisschen Zeit haben wir da ja auch. Nee, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ja, sonst weiß ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Es kam jetzt etwas länger kein Video. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte irgendwie keine Lust, weil ich auch keine Zeit hatte. Ich wollte ja eigentlich eine längere Wanderung machen. Aber irgendwie hat das zeitlich, privat, arbeitsmäßig und so weiter nicht irgendwie so ganz hingehauen, so mir das gefallen hätte und irgend so ein Video dazwischen klatschen, um eins zu machen. Nee, das wollte ich jetzt nicht tun und ja, habe auf jeden Fall die ganzen Videos gefeiert von dem 50er Marsch in Düsseldorf. Total klasse. Herzlichen Glückwunsch an alle, die da durchgekommen sind. Natürlich auch sensationell von Sebastian, ja, der Kölnfahrt, also davon wollen wir mal gar nicht sprechen. Ja, die Vorfreude ist immer groß, wenn ich dann Katja hier gleich wieder in die Arme schließen kann. Genau, und dann machen wir uns heute noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, ich wollte ja gerade erzählen, dass ich bei Leverkusen im Stau stand. Irgendwie ist da immer Stau. Ist das, weil die Leute von den Bayerwerken immer ständig frei haben und nach Hause fahren oder Schichtwechsel? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Ja, und ja, wir sehen uns dann spätestens morgen. Ich denke, bei der Fahrt dann wahrscheinlich schon oder eventuell dann erst auf dem Parkplatz zur Community-Wanderung. Ja, und ja, bis Danny. Tschüss. Hallo, liebe Freunde. Wir sind hier schon jetzt am Parkplatz angekommen. Wir haben es noch ein bisschen früh. Mal gucken. Kurz nach 9:30 Uhr und ja, mal gucken, was uns heute so erwartet. Gestern habe ich nicht mehr gefilmt, weil ja, das war alles ein bisschen privat. Ja, und deswegen konnten wir nicht so gut filmen dabei. Aber jetzt geht es gleich los. Katja zieht sich schon ihre Schüchen an. Jetzt muss ich erst einmal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne mein Kfz-Kennzeichen zu verraten. Gucken Sie doch mal. Hallo! Katja. Ah, nee, da, warte. Katja. Ist euch egal. Katja Püpsiche. Start! Und? Wow. Freuen Sie sich schon? Und ob! Yay! Das Wetter ist perfekt. Genau, wir schicken auch mal liebe Grüße an Hombi Homsche raus. Ne? Ja, Hombi. Bis bald. Bis zum nächsten. Bis zum nächsten. Genau. Hallo. Guck mal, die Leute haben jetzt gedacht, du winkst denen zu. Da ist er da. Ja, genau. Weißt du noch? Mit der Drohne? Ach, da ist Müll. Gehen wir gleich eh dran vorbei. Hör mal, der Jörg hat ja deinen Namen aufgerufen. Ich dachte doch, den Namen kenne ich doch irgendwo hin. Wie ihr jetzt gelesen habt, die aber ja, wichtig sind oder interessant sind zu wissen. Und zwar, wir werden ja am Ende der Wanderung im Haus München einkehren, da eine Waffel zu uns nehmen, Kaffee und Tee. Und ich habe das reserviert für 14 Uhr oder ab 14 Uhr. Und ihr werdet ja sicherlich in der Streckenbeschreibung gesehen haben, das sind in Anführungsstrichen nur 10 Kilometer. Deswegen, wir machen wirklich Piano, ganz easy going. Ich weiß, ich laufe auch gerne schnell und es macht auch Spaß, aber genießt die Natur, genießt die Umgebung. Habt tolle Gespräche und stresst euch nicht.
Ich kann euch sagen, die Strecke wird richtig toll. Ich würde fast sogar behaupten, die ist noch ein Tick besser als die aus der ersten Community-Wanderung. Also ich muss auf jeden Fall sagen, habt auf jeden Fall Spaß und stresst euch nicht. Ich wollte gerade. Das war aber elegant, Herr Doktor. Aber du musst auch sagen, dass du filmst. Das ist doch viel lustiger. Könnten wir ja doch mal irgendwie Rechtsstreitigkeiten den Namen geben. Nee, oder? Aber ich kann eure Videos nicht. Nee, ich hab einfach das Treppe rausgenommen und darauf dann. Ich sag mit dem Hobby zum. Hallo! Hallo! Was sind wir wieder? Ja! Heute nur eine kleine 10-Kilometer-Runde. Aber Jörg hat uns ja schon eingestimmt, wir sollen genießen, ne? Also haben wir heute mehr Augen für die Natur als letzte Mal. Und noch mehr für die Leute. Ja. Und freuen uns auf die Waffeln. Ja. Das ist unser Verpflegungsposten heute. Heute gibt es Waffeln mit Kaffee. Und wenn man will, kann man noch ein paar mehr Euros da lassen und noch eine Waffel essen. Oder in die Zwiebelmanufaktur. Oder in die Zwiebelmanufaktur. Wenn wir denn überhaupt vorbeikommen. Man weiß es ja noch nicht so genau. Guck mal, wen ich da habe, der Alexius. Und hast du gut hergefunden? Diesmal ja. Diesmal ja, besser als in Düsseldorf. Das war auf jeden Fall besser. Also Jörg hat top geplant auf jeden Fall. Na, du warst ja auch überpünktlich diesmal. Ja, diesmal ging es ja. Besser als da. Ja, schön. Und? Freust du dich auf die Waffeln später? Ja, auf jeden Fall. Auch die Wanderung ist hier schon richtig lustig. Ich bin hier schon mit den Beinen am Quatschen. Ja, na klar. Ja, prima. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Dankeschön. Und schmerzfreie Zeit heute. Ne? Schmerzfrei, genau. Weg hier. Aber Katja und ich haben das super gemeistert, ne? Oh, Alexius mit Cam. Das ist aber mutig. Und das mit Hokas, ey. Ja, ich darf das schon. Geht? Nein, ich nehme die Hand nicht. Nee, bitte nicht. So, liebe Freunde, Katja und ich haben das super gemeistert jetzt gerade, ne? Also wirklich, das ist ganz schön tricky. Jetzt geht es hier natürlich noch einen richtig schönen steilen Anstieg nach oben. Aber das ist, glaube ich, weniger schlimm als das da, oder? Ja. Na, Doktor? Hi. Da haben Sie super hingekriegt. Ja. Mit einem eleganten Satz nach vorne. Vielen Dank. Und wie gefällt es dir hier bisher? Hervorragend, oder? Ja, schön. Das freut mich. Auf jeden Fall schöne Flora, Fauna. Nette Menschen. Höhenmeter. Ja. Abflüge. Abflüge nach unten? Ja. Oder nach oben? Nee, das wären ja Aufflüge, oder? Wie nennt man das? Abflüge sind nach unten. Aufflug? Ich habe keine Ahnung. Was eine aber Diskussion schön, hier, ne? Richtig geil, wenn das in der Lunge brennt. Das habe ich alles auf Kamera, Junge. Der Puls. Alexius ist schon wieder außer sich vor Freude. Weil er Höhenmeter hat. Alexius, die Energiewalze. Er ist schon wieder ganz außer sich hier vor Freude. Ja, alle haben gerade ihre Hookers gelobt, aber
Ich finde, die ASICs haben sich auch echt gut gemacht jetzt gerade. Hat wunderbar geklappt. Und jetzt geht's wieder in einen schönen Wald hinein, liebe Freunde. Boah, oh, T-Shirt auf jeden Fall nass, kann ich sagen, ey. So. Das Wichtigste hast du jetzt auch für ihn. Was denn? Dass ich gewunken habe. Ach so, sehr gut. Wir befinden uns jetzt hier in Solingen-Scharberg und machen ein kleines Häuschen. Ja, hier gibt es auch so ein Restaurant, aber da werden wir jetzt nicht einkehren. Hier ist auch noch alles zu. Und ja, wir haben jetzt 5 Kilometer geschafft und haben eigentlich nur noch 5 Kilometer. Und wir haben erst zu 14 Uhr ja, unseren Tisch reserviert. Hat der liebe Jörg alles organisiert. Finde ich total klasse heute. Ja, und es macht super viel Spaß, viele, viele nette Leute, auch neue Gesichter, was ich auch total klasse finde. Und ja, wir gehen jetzt gleich mal weiter, machen aber noch eine Zwischenrast, die nicht geplant war. Und somit kann man die Zeit so ein bisschen ziehen und ja, dann so gegen 14 Uhr dann an der Endstation sein, wo es dann eine leckere belgische Waffel gibt. Ach, Essen ist einfach herrlich, oder liebe Leute? Ja, nimmst du meinen Rucksack mit? Das wäre super. Das auch mitnehmen? Die wollte ich mitnehmen. So, liebe Freunde, jetzt wird hier gerutscht. Hallo Alex, meine letzten Worte an dich. Ja, bitte. Tschüss. Hau rein. Ich hau rein. So, liebe Freunde. Jetzt machen wir auch mal hier, ne? Ein bisschen abbremsen, guck mal. Ach, ist das schön hier. Guck mal, ich bleib stecken. Das ist die Hose. So. Ja. Oh, wuhu. Auch dein Handy. Alle verlieren jetzt. Junge. Geht am ja. Jeans bleibt kleben. Ja, hier macht sie mein Handy vom Rutschen selbstständig, ey. Ja, meins auch. Oh, Dashcam-Videos, toll. Die wollte ich aber gar nicht angucken. So, liebe Freunde. Ey, Urbex, auf das Video bin ich gespannt, ne? So, wir sind jetzt bei Kilometer 6, 5. Krasse Sache. Ach, das ist ein Tonding. Dann würde ich wahrscheinlich gucken. Hier ist jetzt ein Spieleparadies. Was machst du denn da? Kakashi. Ich wollte ja professionell machen. Ja, dann mach mal. Ja, aber mit Schlagstock. Das ist keine Pause. Das ist wie so ein Ding, was dann nach oben fliegt. So, Prösterchen. Wir müssen ja unsere Traditionen aufrechterhalten. Ja. Und, oder? Prost. Mhm. Kann man mal machen, oder? Kann man machen. Finde ich auch. Sehr geil. Prost. Kann man jetzt als Toast ja. Ich warte auch noch, bis alle gefilmt haben.
So, jetzt gibt es die erste Pause, Malexius, aber noch ohne Waffeln. Ja, die Waffel kommt noch, mach dir keine Sorgen. Mit Milchreis, der soll lecker sein, habe ich gehört. Ja, aber ob der jetzt konkret lecker ist, weiß ich nicht, aber ich finde die Kombination. Du hast das gesagt. Milchreis, Waffel mit Milchreis und Zimt ist lecker. Aber wirklich genau dieser Milchreis lecker ist. Das stimmt. Habe ich durch Zufall gefunden. Die waren, glaube ich, bei der Höhle des Löwen. Die wollten also eine Finanzierung haben, die sie nicht bekommen haben. Und dennoch ist die App jetzt zum Start und auch voll beliebt. Super. Und wir hatten über Pfingsten unser erstes Feind Pinguin-Treffen, wo wir dann auf dem Campingplatz in Bad Tronef, dann da waren, ich glaube, Bad Tronef, da fahre ich bald in Urlaub. 50, 60 Leute kamen da halt zusammen. Es haben sich sogar schon Pärchen gefunden, die wirklich jetzt zusammen sind über diese App halt. Ne? Das ist so, als hat sich, also ist auch so untoxisch, diese Community. Wie cool. Keiner dabei, der irgendwie rumstänkert oder irgendwas. Ganz toll. Das ist. Ja, Katja und ich informieren uns hier gerade über den Nord-Süd-Trail, aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Rentner werden, ne? Damit wir die Zeit haben dafür. Ich glaube, ein halbes Jahr, ich könnte es doch gar nicht leisten. Ich habe meinen Chef einfach mal gefragt, so, ich möchte ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub. Wie geht das? Kann man das irgendwie machen? Ja. Man glaubt gar nicht, so Chefs sind eigentlich, wenn man da einfach mal so den Mut hat zu fragen, das sind, glaube ich, wenige, die sagen, ach nee, das können wir nicht machen, das kriegen wir nicht hin. Wenn man das wirklich so formuliert. Und ich habe ein Jahr keinen Urlaub genommen, habe mir das angespart, mir Überstunden angespart. Die wurden mir dann sogar noch ausgezahlt. Das heißt, ich habe im Monat noch 1.000 Euro fürs Wandern bekommen. Eine gute Sache. Also merkt euch das, Leute. Ja, genau. Wo geht's? Einfach mal fragen. Ne? So, ich meine, warum nicht? Scheffeln, bald. So eine Auszeit ist ja ein großes Thema. Ne? Du darfst jetzt einen Aufruf machen, Katja. Genau. Ich glaube, meine Chefin guckt das nicht. Aber wenn, dann vielleicht irgendwann Sarah. Ein wohlberuhter Mitarbeiter kommt wieder zurück. Ja, genau. Win-win-Situation. Genau, und wir wachsen dann über uns hinaus und können dann so das auch wieder in die Arbeit stecken, oder? Genau. Ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar und das spürt er auch gerade, weil er mir das ermöglicht hat. Sehr geil, sehr geil. Ein Geben und Nehmen und so hat man zufriedene Mitarbeiter langfristig. Ja, genau. Was sind das hier für Sauereien hier? Scheiße. Man muss mir einfach immer dazwischen. Ja, haben. Ehrlich, ey. Mann. Alter, Räuber. Räuber Hotspot. Rennen Sie doch nicht aus dem Bild raus. Durch die Wildnis in Amerika. Ich nehme mal einmal Hase und ein. Nee, Kokosnuss. So, liebe Freunde, Katja und ich freuen uns jetzt. Gucken Sie doch mal, Mensch. Ja, ich gucke. Ich freue mich auf die Waffel. Ja, jetzt geht es los. Oh, es riecht schon nach Pommes, ne? Oh ja. So wie zur Waffel. Waffel mit Pommes. Ja, genau. Ich hätte da was zu reklamieren. Waffel mit Mayo. Mein Waffel fehlt das Mayo, das stimmt was. Ja, so. Mit Ketchup. Mit Tröppelmänner. Ja, aber erst glaube ich auch eine Menge Kaffee. Aber die haben natürlich keine Tasse Kaffee mit so einer Tröppelmänner voll. Klar. Das spazieren gehen, das ist ganz entspannt. Alexius, komm, wir müssen nochmal anstoßen. Das war gerade nicht. Das wird nicht gerade als. Ich wollte mal sagen, das ist aber ein Danke, Jörg. Es tut mir leid. Prost.
noch nicht da, die kommen jetzt. Wir stoßen auf die Community-Wanderung an. Jawohl. Ich auch. Wo ist er denn? Lieber ach, wo ist er denn? Das ist der Hombi am Telefon. Guck er doch mal da. Und auch viele andere. Guck mal, wie er sich freut. Evelyn ist auch da. Grüßt euch, wir haben richtig viel Spaß. Wir müssen hier noch angrüßen. Ja, grüßt euch schön. Prost, ja. Habt ihr euch denn auch in die Augen geguckt? Ja. Wir auf die Community-Wanderung. Ich muss mir in die Augen gucken. Ja, das sind eigentlich Techniker. Nee, ich glaube nicht. Womit wir das auch machen können, dann würden die nicht wahrscheinlich wieder runterführen. Das ist der Brücken. Nee, das ist nicht der Brücken. So, liebe Freunde, das war jetzt eine etwas spontane Verabschiedung, weil Katja und ich eigentlich noch zum Kiosk wollten und nicht direkt zum Parkplatz, weil wir das Solinger Landbier kaufen wollten. Ich wollte was für meinen Vater auch mitbringen, aber leider verkauft der Kiosk das nicht. Vielleicht haben wir gleich Glück, wenn wir nach Hause fahren, dass vielleicht ein Getränkemarkt irgendwie vorbeikommt. Ne? Eigentlich müssten die doch das dann haben. Ja, hoffe ich mal. Schon. Ja, weil die Katja hat nämlich vorhin eins probiert im Café und das hat schon voll eine Socken. War echt lecker. Und ja, deswegen wollten wir das mal mitnehmen, weil glaube ich in dem oberen Geschäft, wo wir letztes Mal waren, da gab es das. Ne? Da hat der Dirk von Dirk on Tour nämlich glaube ich auch eins geholt und ich glaube Greta auch. Ja, aber Greta. So. Das ist eigentlich also der Hai, der Chief Brody das Leben schwer gemacht hat. Der weiße Hai. Ich liebe den weißen Hai. Ich finde, das ist der beste Hai-Film überhaupt. Am besten Teil 1 oder Teil 2. So, liebe Freunde, ja, wir sind jetzt wieder am Parkplatz. Wir hatten eine wunderschöne Tour und haben tatsächlich noch zwei Kandidaten hier auftreiben können. Die haben natürlich auf uns nur gewartet. Nee, wir haben leider kein Landbier gekriegt. Wir wollen jetzt mal gucken gleich in Solingen, ob wir da noch an irgendwas rankommen. Ne? Und ja, genau. Und ich wollte mich jetzt von euch verabschieden. Ihr dürft auch einmal winken. Und wir sehen uns bis zum nächsten. Tschüss. Gerade ein bisschen schlau bei Leber. Ey, wo wollte ich hin? Und ja. Genau. Und wie viele Schnitte? Ja, einfach laufen lassen. Oh, jetzt wird es aber immer schlimmer hier, ey. Ich sag nichts mehr. Ey, hallo? Das kannst du doch nur zu den Outtakes machen, sowas. Danke, Jörg. Grüße. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Richtig geil, wenn das in der Lunge brennt. Hallo, Mr. Dr. Örtel. Nein, ich nehme die Hand. Nein, ich nehme die Hand. Jetzt mal hier. Together.